Es ist sein erster Arbeitstag bei der Bayern Genetik. Niederbayerns Superstier Hardcore soll gleich sein Sperma abgeben. Landwirte in ganz Bayern und darüber hinaus warten bereits. Sie hoffen, dass er durch künstliche Befruchtung seine besonders guten Gene an ihre Kälber weitergibt. Hardcore wirkt ein wenig angespannt. Wird alles klappen? Er ist wirklich absoluter Musterschüler und total angenehmer Stier, total brav. Andere Zuchtbullen machen's Hardcore vor, bespringen entweder Artgenossen oder eine Attrappe. Der wertvolle Youngster bevorzugt Artgenossen. Thomas Pfaller muss jetzt schnell sein, mit einer künstlichen Vagina das Sperma des Bullen auffangen. Rund 200 Kilometer weiter östlich, in Waldkirchen im Bayerischen Wald. Aus diesem Stall stammt Hardcore. Seine Mutter ist Viranga, eine Berühmtheit bei Fleckviehzüchtern. Er war von Anfang auffallend, scheinbar, muss man sagen. Hat eine schöne Bemuskelung auch schon gehabt und gute Füße und also sehr kompakt. Eine Genanalyse hat den Eindruck von Züchter Josef Draxinger rasch bestätigt. Sein Kalb sollte das Zeug zum Superstar haben. Als er damit nach 11 Monaten Aufzucht zur Auktion fährt, rechnet er mit einem guten Preis, aber gleich eine Rekordsumme, 144.000 Euro. Ja, wir sind dann weiter oben, über 100.000. Also da geht man dann einfach rundum, muss ich sagen. Das war, ja, wie wenn man träumt hat. Zurück bei der Besamungsstation in Grub. Jetzt muss Hardcore zeigen, dass er die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt. Und das war's dann. Ob die Qualität seines Spermas gut genug ist, zeigt sich gleich im Labor. Zweimal in der Woche ist Sprungtermin. Dazwischen lebt Hardcore in seiner Box oder darf auf die Weide. Wir legen da sehr viel Wert auf gesunde Viecher, auf leistungsbereite Viecher, auf wirtschaftliche Tiere, brave Tiere. Und der Hardcore erfüllt halt das alles. Mit seinem Auktionspreis von 144.000 Euro liegt Hardcore aktuell auf Platz 7 der bayerischen Zuchtstier-Preisrangliste. Ja, der Preis kommt halt zustande, wenn sie zwei Wochen arbeiten, dann passiert das halt einmal. Und, aber ich glaube, er ist doch jeden Euro wert, weil ja, die Nachfrage nach ihm ist so groß und jeder Bauer möchte ihn haben. Und das zählt eigentlich. Aber erst im Labor zeigt sich, ob Hardcore genug Sperma in guter Qualität liefert. Am Mikroskop sieht man sofort, er ist brauchbar oder nicht. Bei Hardcore passt alles. Rund 300 Spermapationen sind das Ergebnis seines ersten Sprungs. 300 mögliche Kälber. Sein Großvater Mahango kommt derzeit auf mehr als 25.000 Nachfahren. Wie viele es im Bullenleben von Hardcore noch werden, hängt von der Nachfrage der Landwirte ab.